Seigneur, nous bénisse tous richement. Möge der Herr uns alle segnen. Pensant à notre bien-aimé frère Ewald Frank, wenn wir an unseren geliebten Bruder Ewald Frank denken, je crois à chacun de témoignage qu'il nous a donné en ces lieux et un peu partout dans le monde. Ich glaube, dass jeder ein Zeugnis hat für hier und überall in der ganzen Welt. Particulièrement au témoignage du 2 avril 1962. Und ich glaube, in der ganzen Welt glauben wir das Zeugnis vom 2. April 1962. J'ai pu rencontrer l'un des frères qui était témoin à la table avec le bien-aimé frère Branham. Ich habe einen Bruder getroffen, der mit Bruder Branham an dem Tisch saß, als Bruder Frank ihn besuchte. Je ne lui avais pas cité le nom de frère Frank. Ich habe ihm nicht den Namen Bruder Frank erwähnt. Mais c'est lui qui m'a dit. Er hat es mir selber gesagt, j'étais là, dass er da war, dass dieser Bruder dabei war. Quand frère Branham lui a donné le témoignage sur son appel le 2 avril 1962. Als Bruder Branham selbst ihm das Zeugnis von seiner Berufung am 2. April 1962 erklärt. Je croyais déjà, mais j'étais très heureux. Ich habe es selber vorher geglaubt, aber ich war sehr froh, de voir ce témoin-là, dass ich diesen Zeugen gesehen habe. Pour nos bien-aimés frères et sœurs, uns, Brüder und Schwestern, notre frère Frank, unser Bruder Frank, dans son ministère, in seinem était Dienst, un modèle pour nous. D'humilité, des Demuts, et d'amour, der Liebe, chacune de ses prédications nous ont toujours réconfortés. Alle Predigten haben uns immer getröstet. Tu pouvais venir chargé par des soucis, mais quand tu écoutais cet homme, tu étais dans l'assurance que quand le Seigneur revient, je partirai. Man konnte hier schwer und beladen kommen, hatte aber die Gewissheit, même dans dass la, wir même dans la pratique, selbst im Praktischen. Un jour, en Roumanie, m'a dit, à 18 heures, je t'attends en bas. Hat er mir einmal in Rumänien gesagt, um 18 Uhr warte ich auf dich unten. Mais à 17h50, j'entends la porte de ma chambre frapper. Und um 17:50 hörte ich es an meiner Tür klopfen. J'ouvre. Und ich habe geöffnet. C'était le frère Franck. Und der Bruder Frank sagte, il dit, mon frère, il n'est pas encore 18h. Und ich habe zu ihm gesagt, Bruder Frank, es ist noch nicht 18 Uhr. Il m'a dit, frère Didier. Und er hat zu mir gesagt, Bruder Didier. Quand on dit 18h, wenn man 18 Uhr sagt, tu dois être là quelques minutes avant. Musst du vorher da sein. J'ai gardé ça comme un témoignage. Ich habe das als Zeugnis im pas Herzen. Seulement un vrai Allemand, nicht nur, mais un homme ein ordonné. Deutscher, sondern ein Mann Gottes. Je sais qu'un jour je le verrai. Eines Tages werde ich ihn sehen. De tel homme ne meurt pas, mais son ministère est vraiment important pour nous. Der Mann ist daheim gegangen, aber sein Dienst war uns sehr, sehr wichtig. Que Dieu vous bénisse. Möge Gott euch alles segnen. Que Dieu bénisse tous les serviteurs ici. Möge Gott alle dienen. Que Dieu soit avec vous. Und möge nous pouvons dire devant le Seigneur que nous resterons aussi dans cette fidélité. Wir werden auch in dieser Treue. Le frère Joseph de Kinshasa. Ich bin der Bruder Joseph aus Kinshasa. C'est comme ça notre bien-aimé Frank m'appelait. So hat unser geliebter Bruder Frank mich immer genannt. J'ai un petit témoignage. Ich habe ein kleines Zeugnis, que j'ai expérimenté dans ma vie. Das habe ich in meinem Leben erlebt. Ce témoignage en rapport avec notre frère Ewald Frank. Und das bezieht sich auf unseren Bruder Ewald Frank. Je vis dans la vie de ce frère.
Ich lebte in der Stadt. La vie de ses frères. Ich habe das Leben dieses Bruders gesehen. Pendant qu'il exerçait son ministère, als er seinen Dienst ausgeführt hat. Une force incomparable. Es war eine Kraft, die man nicht vergleichen konnte. Un homme âgé tel qu'il était, ein Mann, der so alt war. Infatigable. Und es war tadellos. Il pouvait voyager dans les airs. Er ist in der Luft geflogen. Atterrir. Er ist auf der Erde weitergereist. Commença une réunion. Und er hat eine Versammlung abgehalten. Hat das Wort Gottes gepredigt. Le soir encore une autre réunion. Abends noch eine Versammlung abgehalten. Répondant aux questions. Fragen beantwortet. Le matin continua son voyage. Morgens die Reise fortgesetzt. J'ai été étonné. Ich war erstaunt. Il avait une force venant du Seigneur. Er hatte wirklich Kraft, die ihm Gott selber geschenkt hat. Comme c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, wie im 1. Petrus 4 steht, geschrieben steht, que celui qui part, dass der, der que ce soit comme pour annoncer les oracles de Dieu. Der Rede, der soll den Ratschluss Gottes verkündigen. Et que celui qui remplit un ministère, und der, der einen Dienst ausführt, qu'il le remplisse, dass er ihn ausführt, par la force que Dieu communique, in der Kraft, die Gott schenkt. Je vis cette force que Dieu communique dans le ministère de Frère Franck. Und diese Kraft habe ich gesehen im Dienst Bruder Franks. Je vis l'accomplissement de quelques écritures. Ich habe auch Schriftstellen gesehen, die sich erfüllt haben. L'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 8 à 7 6 à 7. Offenbarung 14 vers 6 und 7. Ce que Jean le voyant du Nouveau Testament avait vu. Das hat Johannes gesehen auf der Insel Patmos. Un ange, un autre ange qui volait au milieu du ciel. Ein Engel, der hoch am Himmel flog. Avec un évangile éternel. Mit einem ewig gültigen Evangelium. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Um den Völkern der Erde zu verkündigen. Cette écriture sous mes yeux. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Par notre frère, Frank. Ich habe es gesehen, dass es von unserem Bruder Frank ausgeführt wurde. J'ai encore vu l'accomplissement d'une autre écriture. Ich habe auch die Erfüllung einer anderen Schrift gesehen. Matthieu 24, 14. Matthäus 24, Vers 14. C'est comme l'homme que Jésus disait. Wie Jesus gesagt hat, l'évangile du royaume dans le monde entier. Dass das Evangelium vom Reich der ganzen Welt verkündigt wird. Cette écriture aussi était accomplie dans le ministère de Frère Franck. Diese Schriftstelle ist auch im Dienst Bruder Franks. Mes yeux ont vu de la même manière. Meine Augen haben am gleichen Weise auch gesehen. De ses serviteurs fidèles et prudents. Dass den Abschluss dieses treuen Bruders. Der Herr hatte die Frage den Jüngern gestellt. Aujourd'hui, nous pouvons donner la réponse. Und wir können die Antwort heute geben. Que ce serviteur fidèle et prudent, dass dieser treue und kluge Knecht, c'était notre bien-aimé, das war unser geliebter Bruder Frank. Qui était établi sur le domestique de la maison de Dieu. Er wurde im Hause Gottes gesetzt. Afin de leur donner la nourriture au temps convenant. Dass er die Speise zur rechten Zeit ausgab. Je peux dire que il nous a donné la nourriture. Er hat uns die Speise ausgeteilt. Et nous avons cette nourriture en abondance. Und wir haben sie in Hülle und Fülle. L'homme de Dieu a terminé son ministère. Der Mann Gottes, sein Dienst ist jetzt vorbei. Maintenant c'est le tour. Jetzt ist des domestiques de la maison, dass die de continuer à distribuer la même nourriture, dass die Speise weiter verteilt wird. Afin que tout le peuple de Dieu, dass das gesamte Volk Gottes, nous mettons à notre préparation, dass es die Zubereitung erlebt, afin de rencontrer le Seigneur bevor dem Herrn im
der Luft begegnen. C'est le peu que je pouvais donner comme témoignage. Das ist, was ich als Zeugnis abgeben kann. Que le Seigneur nous fortifie. Möge der Herr uns weiter stärken. Que le Seigneur soit avec nous tous. Und möge er weiter mit uns allen sein. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire.